Bitte begrüßen Sie die TV-Moderatorin Yvonne Wandsbach, den Open-CEO Michael Loscheller und den Liverpool Football Club Manager, Opel-Fahrer und Gewinner der Champions League 2019, Jürgen Klopp. Einen wunderschönen Morgen, Frankfurt. Einen wunderschönen Morgen, Gäste. Herzlich willkommen hier auf der IAA 2019er Opel-Stand. Und natürlich das erste Wort hat Ihr Gastgeber Michael Loscheller. Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen auf dem Opel-Stand hier auf der IAA. Schön, dass Sie alle da sind. Und mein erster Willkommensgruß heute gilt dem Group CEO von PSA, Carlos Tavares. Carlos, thank you so much for being here. Welcome. Und natürlich freue ich mich, dass ich so Unterstützung von Yvonne habe. Und natürlich, Jürgen, dass du aus Liverpool zu uns gekommen bist und hier den Opel-Stand eröffnest. Das ist große Freude und freue mich wahnsinnig auf den heutigen Tag. Wir uns auch. IAA 2019, was erwarten Sie, was erwartest du? Ja, von unserer Seite geht es natürlich alles um die neuen Fahrzeuge. Wir haben 5 Weltpremieren, wir haben Elektrofahrzeuge und es dreht sich alles um die neuen Fahrzeuge, die wir jetzt in den letzten Monaten entwickelt haben. Wir freuen uns riesig auf den heutigen Tag. Ja, bei mir ist so, ich bin jetzt nicht ein ständiger Besucher der IAA, um ehrlich zu sein. Ich habe lange genug in Frankfurt gewohnt und habe unter den Verkehrsbedingungen gelitten, rund um die IAA sozusagen. Ja, ich bin ganz glücklich hier zu sein, weil es irgendwie ein großer Tag ist, weil viele neue Dinge passiert sind. Ich ein paar schon mitbekommen habe, wir sind dabei, ich glaube, wir sind, wir haben einen Spot gedreht letzte Woche für den neuen Corsa E und das hat Spaß gemacht, da ist viel Zeit und Kraft offensichtlich investiert worden und dementsprechend, ja, ganz spannende Phase im Moment. Ja, wir kommen gleich noch zu den Fahrzeugen, sprechen wir gleich noch ein bisschen fachmännisch drüber, wir fachsimpeln, vielleicht vorweg erstmal, ihr habt eins gemeinsam, die letzten 2 Jahre waren extrem erfolgreich. Ja, ich glaube, wir haben Opel in den letzten 2 Jahren komplett neu aufgestellt, seit wir nun Teil von Group PSA sind, eine Menge erreicht und es ist auch wichtig, dass wir wirtschaftlich jetzt vorankommen. Opel schreibt Gewinne und wir haben wahnsinnig viele neue Produkte investiert und das sieht man. Wir haben neue Plattformen, wir investieren in Elektromobilität und das sieht man ja alles hier auf der IAA. Insofern, ich denke, Opel ist bestens für die Zukunft aufgestellt und wir sind auf dem richtigen Weg. Du hast im Vorgespräch gesagt, und das ist so ein bisschen die Gemeinsamkeit, die ich eben angesprochen habe. Ich sage jetzt nicht, dass wir eine Sport, aber ihr hattet natürlich auch schwere Zeiten und ihr habt es geschafft, das Unternehmen nach oben zu bringen. Ja, wir haben Opel wirklich gedreht und sind auf dem richtigen Weg. Und wie haben wir das gemacht? Wir haben einen Plan von Opel-Leuten zusammengestellt und den implementieren wir jetzt. Und zwar jeden Tag mit viel Fokussierung. Und das ist ja auch Mannschaftssport. Das können wir alle zusammen machen. Und ich freue mich natürlich, dass der Jürgen dabei uns ist, denn wir sind seit 2012 zusammen und damals war es nicht ganz so einfach, aber ich glaube, jetzt sind wir auf dem richtigen Weg und es macht viel Spaß. Ja, ich glaube, auf jeden Fall sagen. Also für mich war es so, ich musste es am Anfang ein bisschen erklären, warum Opel, das muss ich nicht mehr. So, dann war das, hat sich alles geändert. Ich weiß gar nicht, 7, 8 verschiedene Modelle gefahren seitdem. Das Auto ist kontinuierlich besser geworden. Ich liebe meinen Insignia, mit dem ich fahre. Fahrkomfort, alles ist genauso, wie es sein sollte und ich spüre sozusagen die extreme Weiterentwicklung. Ich habe mich irgendwann mal vor Jahren ein bisschen über das Design ausgelassen, also in der Vergangenheit, das hat sich auch komplett gedreht, die Autos sind wunderschön mittlerweile, was ja auch ein ganz unwichtiger Aspekt ist und dementsprechend hat mir Spaß gemacht. Es sind jetzt, was haben wir, 7 Jahre, die ich hier mit zusammenarbeiten und ja, jedes davon war spannend und hat Spaß gemacht. Was kaum jemand weiß, du hast in England einen Rechtslenker, gell? Ja, Opel, den einzigen Rechtslenker Opel in England fahre ich. Und bist stolz drauf. Absolut. Nee, ist cool. Das Dumme ist, das wissen die Vauxhall-Jungs bestimmt, die Vauxhall-Embleme, die werden immer geklaut. Ganz viele Autos fahren ohne dieses Emblem. Das wurde früher, glaube ich, mit dem Daimler-Stern ganz gerne gemacht. In England ist das Vauxhall, das Vauxhall-Zeichen. Mein Opel wird nicht angeklatscht. Wir wissen, glaube ich, gar nicht, was das ist. Da müssen wir ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Bist du dabei, bester Botschafter. Vielleicht eben nochmal das Stichwort Fokussierung. Das gilt ja für dich im Sport auch. Das größte Ereignis der letzten Monate, natürlich der Champions League-Gewinn, aber ganz ehrlich, das Halbfinale, was haben wir gezittert? Ein Wort dazu vielleicht. Wie war das möglich? Ich sag's ehrlich, mein kleiner Sohn war, glaube ich, mit der Einzige, der die ganze Zeit gesagt hat, nee, das schafft er. Mit einer Überzeugung saß er auf dem Sofa und hat gesagt, kein Problem, 4-0 im Rückspiel, das macht der Jürgen. Wie immer im Leben hilft es sich, eine gewisse kindliche Naivität zu bewahren, sozusagen. Also wenn die Kinder dran glauben, dann sollten wir es auch, dann ist da definitiv eine Chance. Das war natürlich super schwierig und es war auch nicht so, dass wir morgens aufgewacht sind und haben gedacht, ach, perfekte Ausgangssituation, 3-0 hinten gegen Barcelona, meist dann
Firmino Salah nicht spielen können, das die haben wir schon fast gesagt. Das war alles schon schwierig, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt, an die Chance zu glauben. Und das haben wir ganz gut hingekriegt. Und dass dann unser Stadion leisten kann, das hat nochmal übrigens dazu beigetragen. Die Jungs sind ja jede Sekunde mehr und mehr über sich hinausgewachsen. Das Stadionspiel war gut, ein bisschen Spielglück dabei, komplette Überzeugung, wahnsinnige Leidenschaft. Es war ein Wahnsinnserlebnis und jedem, der dabei war im Stadion, wird es ein Leben lang nicht vergessen. Und wer es beim Fernseher gesehen hat, wird sich auch lange daran erinnern. Also war sehr, sehr speziell. Und an dem Abend habe ich, was ganz selten vorkommt, ganz viel Stolz verspürt auf die Jungs, weil das war außergewöhnlich und bezogen der Art, glaube ich, auch nicht mehr vorkommt. Ja, können Sie mal klatschen. Ist ja nicht so lange her, ich kann mich gar nicht daran erinnern. Vielleicht eine Gemeinsamkeit noch, ich habe es eben schon angesprochen, ihr habt mehrere. Die andere ist, dass ihr beide für Traditionsunternehmen arbeitet. Also Urfel ist 175 Jahre alt, 120 Jahre alt, 120 werden Autos gebaut, aber, und ihr 130, fast 130. Ist das eine Chance oder ist es eine Bürde? Also ich glaube, auf der einen Seite ist es eine Chance, aber gleichzeitig auch eine Verpflichtung. Wenn man sich anschaut, welche Opel-Fahrzeuge alle da waren in der Vergangenheit, Opel GT, nur Fliegen ist schöner, Manza, Monta, Kapitän, Admiral, Diplomat. Aber gleichzeitig müssen wir es natürlich in die Zukunft transferieren. Ich sage ganz gerne Back into the Future. Und das machen wir ja zum Beispiel auch mit einem Corsa, der rein elektrisch ist, 330 Kilometer Reichweite, denn wir wollen Opel natürlich gut für die Zukunft aufstellen und genau das machen wir. Also es ist eine Chance, eine Verpflichtung und der werden wir gerecht. Finde ich genauso. Es ist tatsächlich so, dass bei uns am Anfang ganz extrem, aber in der Phase, wo es nicht so gut läuft, ist eine erfolgreiche Historie nur eine Bürde. Und wenn du gerade selber ein bisschen strauchelst in der Gegenwart, dann ist ein extremer Rucksack, den du rumträgst, weil du immer verglichen wirst mit den Leuten, die es vorher gemacht haben. Mhm. Wenn du den Kehrtwert allerdings hinbekommst, dann ist es wie so ein Trampolin, weil dann baust du darauf auf und dann hast du wirklich eine ganz riesengroße Chance, da größere Sprünge zu machen als möglicherweise andere, weil sich eben traditionell viele Leute Opel mit einem guten Gefühl, in dem Fall oder LFC mit einem guten Gefühl verbinden. Und es ist leichter, wieder einen Eingang, einen Eintritt zu finden in die Herzen der Leute, was bei uns so wichtig ist wie beim Autobranche. Und dementsprechend gibt es ja viele Gemeinsamkeiten. Und für uns, wir merken das im Moment. Also wir haben eine unglaubliche Fanbase, aber wenn es nicht so erfolgreich ist, das heißt nicht, dass sie sich verstecken. Aber du findest sie nicht so richtig. Wenn es ein bisschen besser läuft, sind sie alle da. Dann haben wir 330 Kilometer Reichweite, wir haben 330 Millionen Fans weltweit. Und im Moment ist es so, dass sie am liebsten alle bei jedem Heimspiel in Liverpool dabei wären. Und das ist natürlich so die beste Basis, die man sich so arbeiten kann. Aber vorher haben wir alle gratuliert zum guten Saisonstart. So, der ist auch schon wieder rum. Hoffentlich kommen alle Nationalspiele zurück. So, es geht immer um das nächste Spiel. Und das ist, wir müssen ja wie Opel im Grunde um jedes Spiel gewinnen. Ja, um den nächsten Schritt machen zu können. Und dazu brauchen wir die richtigen Spieler und das habt ihr offensichtlich hingekriegt. Wahnsinn, so viele Gemeinsamkeiten, ohne dass ich mich zwingen muss. Leute fragen mich immer, stellt irgendwie eine Analogie her oder einen Zusammenhang zwischen Fußball und Auto. Heute ist total leicht. Na guck, richtigen Fragen musst du stellen, weißt du? Wir haben den E-Corsa angesprochen. Für mich mal als Laie. Das heißt, ich kann am Konfigurator sagen, ich möchte den E-Corsa ab jetzt elektrisch. Ja, und dann haben wir eine ganz Strategie gewählt. Übrigens, Corsa muss ich noch zwei Sachen zu sagen. Also seit 1982 baut Opel Corsa. Ja, 37 Jahre, wir haben 13,6 Millionen Corsa-Fahrzeuge verkauft und jetzt in der sechsten Generation sagen wir können rein elektrisch den Corsa anbieten, aber auch als Benziner und Diesel wird uns auf einer Fertigungslinie gebaut. Also ich halte das für eine sehr, sehr kluge Strategie und sind wir wahnsinnig stolz, weil das Auto nochmal in Rekordzeit entwickelt und ist natürlich auch Elektromobilität für viele. Auto kostet unter 30.000 Euro, die Reichweite, man kann schnell laden. Also wir denken, dass es Elektromobilität für viele lieber zugänglich macht. Ja, das ist kein extra Modell. Genau. Mhm. Da hinten steht noch ein E-Rally, habe ich gesehen. Ja. Ein erstes Rally. Wir sind ja Sportsleute und deshalb haben wir gesagt, wir machen auch ein E-Rally-Fahrzeug und als erster Hersteller für die Kundenbasis und für alle. Und da fahren wir mit dem ADAC ab dem Jahr 2020, also nächstes Jahr Corsa E-Cup. Und dann gucken wir mal, wer da der Schnellste ist, weil wir wollen das auch ein bisschen in die Sportliche. Weil Corsa E ist nicht nur elektrisch, sondern ist auch Emotionen, es ist einfach und auch effizient. Wäre das was für dich oder lieber der Orange hier? Du hast mal gesagt, ist der Auto ist dir egal, Hauptsache schwarz. Ja, das wäre mir schon ganz recht. Ich habe auch mal weiße Autos gefahren, aber da sieht man Dreck so sehr drauf, weil ich da nicht so richtig fleißig bin. Ist schwarz schon besser für mich? Nee, weil ich bin nie gefahren, ich habe nie drüber nachgedacht, Automobilsport, ehrlich gesagt,
ich glaube, ich habe nicht die Nackenmuskulatur dafür. Ich habe beim Kartfahren schon gemerkt, mit dem Helm auf, dass es nicht richtig meine. Ich gucke es ganz gerne. Selber fahren, bin auch zu groß offensichtlich. Also beim Corsa geht es, aber ich nehme an, die werden schon geschafft haben, das relativ kompakt zu machen. Da drinnen für uns beide wäre das eher schwierig. Dann würdest du mitfahren. Ja, aber da haben wir noch ein anderes Auto für uns beide, und zwar den Grandland X Hybrid. Dort drüben. Den habt ihr auch elektrifiziert. Da passt ihr beide perfekt rein. Nee, wir passen in den Corsa, habe ich gleich drin. Passen wir beide auch rein. Das passt super. Ich dachte im Rallye. Ich dachte, wir reden über das Rallye. Ah, nee, Rallye ist ein bisschen zu klein für uns. Deshalb gehen wir dann lieber in den Grandland X Hybrid. Da können wir auch 59 Kilometer rein elektrisch mitfahren. Ich glaube, das ist das perfekte Auto für uns beide. Bist du bereit generell fürs elektrische Fahren? Würdest du sagen, ja, mache ich mit? Also ganz extra ist es eher so, ich habe schon darauf gewartet, dass es wirklich verfügbar gemacht wird. Weil für mich, ich habe alles nur keine Zeit. Das heißt, ich fahre eine ganz einfache Strecke. Ich fahre zum Bankslam, ich fahre nach Hause, ich fahre zum Stadion, ich fahre nach Hause, fertig. So, und ich bin natürlich wie gemacht, ja, bei 33 Kilometer Reichweite bedeutet das für mich, ich muss nur, keine Ahnung, zweimal im Monat laden. Perfekt. Mehr fahre ich nicht. So, das ist natürlich für mich das wirklich perfekt. Ja, ich habe nur darauf gewartet. Also in dem Moment, wo mir das Ding zur Verfügung steht, fahre ich dann. Also es wird ja echt Hybrid. Ja. Ob dann direkt kommt, der ist auch in Ordnung. Also ich wäre der erste Rechtslenker Corsa E. Ja. Ich sehe ihn schon in England. Immer bei mir im Schwarzwald sagen würde, der Corsa E. Der Corsa E. Genau. Ja, also ist gebombt. Sehr gut. Kriegt der Jürgen einen Corsa E mit Rechtslenker. Ja. Fein. Leicht. Ne? Jetzt habe ich überall noch die orangene Blase gesehen. Das musst du noch mal erklären. Was hat es damit auf sich? Die ist sehr präsent. Ja, die vielleicht auch Blase, gesehen? Ich glaube, viele reden und machen wahnsinnig viel Bekanntmachung, aber da ist auch ein bisschen heiße Luft drin. Und wir wollen sagen, wir haben nicht heiße Luft, sondern wir haben ein richtiges Auto, was zufälligerweise in Oranje-Orange ist, aber wirklich Elektromobilität für alle anbietet. 330 Kilometer Reichweite, wie gesagt, und das ist real. Okay. Haben Sie verstanden, die orange Blase? Das war für mich auch nochmal schön. Dankeschön, Dankeschön. Ich glaube, Michael, du hast es am Anfang schon gesagt, wir sollen hier schnell durch, damit wir schnell auch eröffnen. Weil die Leute wollen natürlich genau den Stand unter Strom setzen. Und da brauchen wir ein bisschen Hilfe von Toni. Da ist er schon. Das macht natürlich ihr. Opel goes electric, Opel elektrifiziert. Opel ist bereit für die E-Mobilität. Der Hebel wird nach vorne. 1, 2, 3. Ganz herzlichen Dank, Jürgen Klopp, dass du hier warst. Vielen Dank. Opel goes electric. Schönen Tag allen.